Willkommen zurück hier beim Jägerangriff am Hyrule-Stall. Wir haben noch eine kleine Rechnung offen mit diesem Herrn hier drüben. Und ja, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir einen Kampf gewinnen können, weil wir haben nicht nur Link, ups, falscher Knopf. Wir haben nicht nur Link, sondern auch Impa und Daruk bei uns. Oh, Zelda kämpft auch mit. Das habe ich nicht gesehen. Aber man kann sie nicht zocken. Was zum... Ja, das Gefühl habe ich so langsam auch. Was ist das? Oh, jetzt haben wir ihn aber schön... Ja gut, nicht auskontern können. Aber wir sind ihn auf jeden Fall ausgewichen. Und konnten ihm dann so ein paar Dreiecke abziehen. Bisschen Rüstung abziehen. Und ja, anscheinend ist er gar nicht mal so schwer. So wie es scheint. Also ich hoffe, das war es jetzt noch nicht. Weil sonst wäre es ziemlich schwach. Ja, und das war es zum Glück auch noch nicht. Es geht weiter. Oh! Das gilt? Das gilt als Attackenhagel? Na, alles klar, du. Und wir haben ihn wieder ausgekontert. Aber ist auch nicht schwierig. Das lässt sich echt easy time, vor allem weil die Zeit, während man diese Module auflädt, stillsteht. Und der ist echt verdammt langsam, der Junge. Ist das alles? Kannst du nicht mehr? Ich böller dich ins Haus rein, Junge. Und das war's immer noch nicht. Er hat 3 Leben. Oh, was? Ich bin noch ausgewichen. Und dieses Mal müssen wir sogar Bomben benutzen. Aber wir stehen genau vor ihm, also kein Problem. Und irgendwie juckt sie nicht, wenn wir irgendwie dumm rumspringen. Oh. Okay. Sondern er greift einfach immer an dieselbe Stelle an, wo er quasi auch seine Attacke aufgeladen hat. Bisschen lame. Aber das überlasse ich ganz dir, mein Freund. Selber schuld. Was? Nintendo? War das ein Schreibfehler? Ich glaube, da stand gerade wir konnte ich nur so, anstatt wie. Wo ist er hin? Ach, da ist er. Ich dachte, sie hätten ihn schon wieder entkommen lassen. Der Roboter wollte sich abfahren. Aber nein. Link ist zur Stelle. Ich tat, was in meiner Macht stand. Doch und rettet Zukunft selbst den kleinen Guardian. Alle Mann, Rückzug! Ja, sind ja nicht mehr so viele da, ne? Link! Das war... Hey, entspann dich. Ich hab dich gerettet.
Angriff der Jägerbande. Geschafft. 655 Rubine. Damit haben wir wieder 5221. Und wir haben ein paar Waffen bekommen. Sogar für Impa. Wir haben einen Bumerang. Das Waldvolk der Crocs soll diese eigentümliche Waffe erfunden haben. Dank seiner Form kehrt sie im Idealfall zum Werfen und zurück. Kann aber auch im Nahkampf geschwungen werden. Oh, das ist cool. Würde ich gerne mal ausprobieren. Und für Zelda gibt es ein antikes Erweiterungsteil. Oh, das gibt mehr EP. Sick hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht. Und wir haben tatsächlich eine, beziehungsweise fünf Prinzessinnen-Enziane bekommen. Und noch extrem viel anderen Kram. Holy shit. Na gut. Er lernte Rezepte. Okay, ich dachte, das wäre jetzt einfach so fertig und wir könnten das equippen. Aber nein, es sind Rezepte. Ist, glaube ich, auch geiler als einfach nur Sachen, die man einmal benutzen kann. Beziehungsweise geiler als Gerichte, die man einfach nur einmal benutzen kann. Dann können wir die immer und immer wieder benutzen. Wir brauchen zwar auch die Zutaten, aber ich denke, das dürfte jetzt kein Problem darstellen. Und da wird extrem viel aufgedeckt auf der Karte. Holy shit, da haben wir noch einiges zu tun. Wo ich mich tatsächlich jetzt auch in diesem Part dran setzen würde, weil so langsam häuft sich das. Und irgendwann werden die Missionen ja auch zu einfach. Das wollen wir natürlich auch nicht. Machen wir aber erstmal diese ganz kleinen Dinger hier. Was ist das? Das können wir auch direkt abschließen. Du hast es geschafft! Damit ist jetzt der Stall des Waldes verfügbar, wo wir ja anscheinend weitere Lebensmittel kaufen können. Beziehungsweise Zutaten generell. Oh. Herzen aller Verbündeten. Okay, das sollten wir auf jeden Fall versuchen zu bekommen. Und ich glaube, die restlichen Dinger dürften wir auch ziemlich easy kriegen. Das hier können wir auf jeden Fall noch abschließen. Damit bekommt Link einen weiteren normalen Angriff in der Combo. Und ja, das war's. Sonst würde ich einfach nochmal zum Schmied gehen. Und Links Ausrüstung kombinieren. Jetzt bin ich mir unsicher. Möchte ich den Bumerang benutzen? Also ich möchte ihn auf jeden Fall mal austesten. Wir können ja alles auf das normale Schwert wieder draufhauen. Aber ich möchte den... Ja, ich möchte den Bumerang auf jeden Fall mal ausprobieren. Mindestens. Oh. Plus 7% Schaden, Angriffsgeschwindigkeit. Ja, ich glaube, die Angriffsgeschwindigkeit behalten wir bei. Reise 2. Ach, Moment mal. Reise 2. Ah ne, Soldatenschwert, hier. Das möchte ich aufleveln. Ja gut, dann kombinieren wir die Dinger. Und probieren dann... Ich denke, in Übungen können wir das gut ausprobieren. In den Übungen probieren wir dann... den Bumerang aus. Kakariko Kodachi... Hoffentlich spricht das richtig aus. Ich glaube, das ist ganz cool. Schaden durch starke Angriffe ist auf jeden Fall erhöht. Beutequote für Heil-Items. Schlachtfeldabhängige Materialien. Ich glaube, das ist sogar das Beste, was man kriegen kann. So. Ja, hauen wir die weg. Schaden durch Attackenhagel ist jetzt auch nicht schlecht, aber
Ich denke, die zwei Monsterteile wird noch geaddet. Ein Moment. Da muss ich mal kurz schauen, woran das liegt. Moment. Monsterteile, okay. Schaden durch Attackenhagel. Moment mal, woran liegt das? Wenn man das als drittes hinzufügt, oder wie? Oder... Ach nein. Man muss es einfach nur in der Kette drin haben und dann wird es geaddet. Denke ich mal. Oh ja, dann behalte ich erstmal das mit dem Attackenhagel. Und würde vorschlagen, dass wir das dann wann anders hinzufügen. Ich hoffe, man kann die dann immer weiter stacken. Das wäre auf jeden Fall cool. Plus 2% Schaden nach 100 besiegten Gegnern. Spezialangriffsleistengeneration. Ich glaube, das sollten wir versuchen mit reinzunehmen. Moment. Es geht nur ab 5, oder? Ja. Ich denke schon. Ja gut, dann machen wir es erstmal noch nicht. Und widmen uns Mifa. Lichtschuppenlanze. Ja, die werden wir auf jeden Fall auch behalten. Ist ja ihre Mainwaffe quasi. Und ein Moment. EP beim Kombinieren. Okay. Dann würde ich das sogar mit reinpacken, ganz gerne. Ja gut, es gehen anscheinend doch nur bestimmte, ja, Attribute, die man hinzufügen bzw. stacken kann. Schade, ich dachte, da gibt es irgendwie so ein System. Vielleicht gibt es das auch und ich bin gerade einfach zu blöd dafür. Aber ich denke jetzt einfach mal, dass man einfach nur bestimmte Sachen kombinieren kann. Und die adden sich dann drauf. Aber Schaden durch normale Angriffe wurde nochmal erhöht. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Weil Daruk macht ja allein schon so echt gut Damage. Und wenn er dann nochmal einen Angriffsboost drauf bekommt, stelle ich mir echt nice vor. Und sie dann noch. Ich denke, wir können auch nur noch einen machen. Das war's dann erstmal von den Rubinen her. Und dann lasst uns mal in eine Schlacht gehen. Oh, Impa. Na gut. Es geht los mit Impa. Feier ich aber, weil, wie ich schon mehrmals gesagt habe, mit ihr zu zocken ist mega geil. So, mal schauen, ob wir irgendwas Neues finden. Ja, Schwachpunktanzeige, starker Angriff. Ah, Moment mal. Da wird das, glaube ich, mit den roten Punkten erklärt. Vorposten. Auf dem Schlachtfeld befinden sich gegnerische Vorposten. Besiege die Gegner darin und übernimm den Vorposten. Ja gut, aber was bringt das? Ist halt die Frage. Siegel. Verwendest du mehrere Siegel der gleichen Form mit einer Waffe, kann sich der Effekt des Siegels oder die Kraft der Waffe verbessern. Okay.
anscheinend muss man dann mehrere dieser Waffen benutzen. Also mehrere Attribute auf eine Waffe draufpacken. Und ich denke, dann ist so gut wie garantiert, dass man das Attribut dann auch bekommt. Und ich sehe gerade hier, es gibt schon wieder ein Zeitlimit. Es gibt schon wieder ein Zeitlimit. Und ich hoffe, wir kriegen es dieses Mal beim ersten Mal hin. Nicht, dass wir schon wieder hier verkacken, weil wir dann zu wenig Zeit haben. Da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Wenn man sich schon denken kann. Nach Absorbieren von drei Symbolen gibt's eine gibt's einen Free Special Angriff oder was? Das muss ich jetzt mal kurz austesten. Und jetzt A drücken. Ja, ich... Ja, okay. Zwar nicht sofort. Aber auf jeden Fall so in der Zeitspanne, nachdem man da die drei Symbole eingesammelt hat, gibt es auf jeden Fall einen Spezialangriff. Als ob Impa noch nicht OP genug wäre. Hat sie auch noch diese Mechanik. Krass. Ich finde das so nice, wie man mit ihr einfach richtig coole Kombos machen kann. Und die Zeit läuft sogar nicht weiter, während man die Spezialattacke macht. Also ist das echt eine gute Möglichkeit, um hier Gegner wegzufarmen. Und ich sehe gerade, diese Spezialattacke hat echt nichts mit der normalen Spezialattacke zu tun. Krank. Impa ist krank. Hä? Hyrule-Hauptmänner? Oh, ich dachte, es wäre jetzt vorbei. Haha. Oh, now you see me, now you don't. Oh, hier stehen mehrere. Habe ich gar nicht gesehen. Und wir haben unsere Spezialattacke wieder. OP. OP-Shit. Aber richtig fett. Und hier ist nur noch einer übrig. Impas Training abgeschlossen. Wie viel kriegen wir? 600. Alles klar. Okay. Sogar Zelda kriegt eine weitere Waffe dazu. Damit könnten wir sie jetzt theoretisch upgraden. Nur ich weiß nicht, wie das mit den Spezialeffekten auf den Waffen ist. Wenn das wirklich so ist, dass man mehrere Waffen mit einem bestimmten Spezialeffekt kombinieren muss, um diesen Spezialeffekt auch zu erhalten, dann können wir das, glaube ich, noch nicht machen. Aber wir können ja mal schauen. Aber nicht jetzt, sondern in einem der nächsten Parts. Ich denke mal, im übernächsten dürfte sich das wieder vernünftig lohnen. Wir waren jetzt auf jeden Fall schon... Oh. Wir haben richtig fett Ressourcen bekommen. Wir haben jetzt einmal unsere Waffen geupgradet. Das dürfte erstmal reichen. Die Macht des Titanen. Steuere Varuta.
Oh, da weiß ich nicht, wie lange das dauert. Deswegen würde ich das erstmal nicht machen. Zeldas Geheimtraining. Wir sind mächtig underlevelt dafür. Aber ich glaube, das dürfte es auch extrem interessant machen. Mithilfe von ZR kannst du mit einem Mal Energie an Objekte abgeben, die durch Stasis unbeweglich geworden sind. Okay. Effektiv gegen Gegner, die sich gut schützen. Ja, okay, okay. Hyrule-Mission. Erfülle Hyrule-Mission auf der Karte von Hyrule, um neue Einrichtungen und Läden nutzen zu können. Das wissen wir auch schon. Ah, cool. Gerüchte. Ich glaube, das ist neu. Es soll Geister in der Gestalt von Hasen geben, die in blau-weißem Licht erstrahlen. Sie sollen Glück bringen, sofern man fähig ist, sie mit einer Attacke zu treffen. Die kennen wir schon. Und ich meine, wir haben... Was zum Teufel? Zelda ist ja richtig OP. Ich glaube, sie ist sogar noch mehr OP als Impa, weil... Mit ihr muss man echt gar nichts können. Mit ihr spammt man einfach nur die Buttons durch. Ja, okay. Ich glaube, wir haben den Hasen sogar getroffen. Und mächtig was rausbekommen, oder irre ich mich da? Besiege viele Gegner. Ja, okay, 300 müssen es sein. Und wir kriegen das anscheinend auch ganz gut hin. Wir sind mit ein paar weniger. Oh. Oh. Wenn man in die Luft springt, lohnt sich das ja richtig, mit Zelda abzugehen. Aber generell lohnt sich das viel mehr, habe ich das Gefühl. Weil der Attackenhagel ist da drin stärker. Oder habe ich zumindest so das Gefühl, dass der Attackenhagel, wenn man die... hier mit dem Cryo-Modul trifft, wenn man sich... Was? Mit ihr muss man aimen damit? Okay, das ist weird. Aber bei allen anderen muss man es nämlich nicht. Hallo? Darf ich das dann auch mal benutzen? Ach so, bei ihr ist das Cryo-Modul generell anders. Ah, okay. Interesting. Ich wollte jetzt eigentlich in die Gegner reinspringen. Und diesen hier machen. Was zum Teufel? Das funktioniert ja richtig anders bei ihr. Okay, nochmal. Oh, okay. So setzt man das ein. Bei allen anderen stellt man sich einfach nur in die Gegner. Und bei ihr muss man tatsächlich so ein bisschen schauen, wie viele Gegner würden dann... Ja, zweites zur Hälfte abgelaufen. Kriegen wir hin. Wie viele Gegner würden dann aus der Perspektive fotografiert werden? Das ist cool. Das ist echt cool. Achso, wie steht's eigentlich mit den anderen Modulen? Okay. Achso, by the way. Hier stand... Sie geht ja richtig ab mit ihren Modulen. Ja, was ich sagen wollte... Das empfohlene Level ist ja Level 12. Wie einfach wäre das dann bitte auf Level 12? Wir sind Level 4 mit Zelda und gehen so heftig ab. Oder ist das wegen dem, was jetzt kommt? Oh, shit.
Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ah, nein. Können wir... Ja, du sagst es. Ganz genau. Können wir mit ihr eigentlich auch den Attackenhagel machen? Oder geht das mit ihr nicht? Weil ich wüsste jetzt nicht, mit was sie richtig... Ja, okay. Mit was sie spammen können soll. Und, ich hatte das Modul noch nicht ab. Ja, okay, jetzt aber. Komm, ihr wollt es doch. Ja, ich hab's nicht geschafft. Aber ich konnte seinen Attacken zumindest ausweichen. Und Stasis. Okay, das ist mit Stasis gemeint. Ich dachte, die Auto-Attacks sind gemeint, weil es gibt ja bei den Auto-Attacks auch eine Stasis-Attacke. Und ich dachte, das Dingen wäre damit gemeint, mit Stasis und dann ZR drücken. Aber nein. Wenn man das Stasis-Modul auch wirklich benutzt, da muss man ZR spammen. Und das geht nicht, wenn man einfach nur das Stasis-Modul benutzt. Das geht anscheinend nur, wenn es einem angezeigt wird. Also wenn es tatsächlich auch benutzt werden muss. Zeldas Geheimtraining abgeschlossen. Und hierfür gibt es nur 496. Okay. Ist zwar auch viel, klar. Aber wir waren hier extrem underleveled. Und eben beim Training von Impa waren wir auf einem höheren Level als empfohlen. Und da haben wir einfach mehr bekommen. Warum? Wo ist der Sinn? Wäre auch eigentlich besser, wenn man dann mehr bekommt, wenn man eben auch underleveled ist. Oder war das generell ein einfaches Training und wir haben gerade sowieso viel mehr bekommen, als man dafür hätte kriegen sollen? Ich weiß es nicht. Wir sind auf jeden Fall von Level 4 auf Level 8, sehe ich hier gerade. Und der empfohlene Level hierfür ist Level 10. Mhm. Und Link muss... Ah, nur Einhänder. Okay. Ich dachte, wir brauchen schon wieder einen Zweihänder. Und ich hätte den jetzt schon weggehauen. Aber nein! Habe ich tatsächlich nicht. Und wir können jetzt mal den Bumerang benutzen. Auf geht's. Oh. Mir fällt gerade auf, ich hätte den Part auch ganz gut beenden können. Aber irgendwie hat sich das nach so wenig erst angefühlt. Und ich will mal ein bisschen mehr hinbekommen. Weil diese Nebenquests da, die haben sich jetzt so gesteckt in letzter Zeit. Wir haben so viele davon freigeschaltet und ich habe keine Lust, dann mit der Hauptstory fertig zu sein und dann noch 1000 Nebenquests machen zu müssen. Das will ich nicht. Ich hätte gerne bis zum Schluss alles abgeschlossen und dann am Ende machen wir auch das Finale gegen Ganon, nehme ich an. Dass wir dann dort nach dem Finale auch wirklich alles zu 100% abgeschlossen haben. Was gibt's hier? Ich glaube, ich benutze mal das Ding. Ja, gut. Ist jetzt hierfür nicht wirklich gut zu gebrauchen. Wenn wir so viele wie möglich platt machen müssen. Und ich habe so das Gefühl, dass wir echt wenig bewirken gerade.
Heißt, ich muss mal die starken Angriffe besser benutzen. Und mich an das halten, was ich im letzten Part gesagt habe. Und zwar in die Gegner reinstellen. Und dann dort abgehen, anstatt mich davor zu stellen und quasi reinsliden zu wollen. War's ganz sicher nicht. Es fühlt sich aber gerade generell so komisch an irgendwie, als ob ich irgendwas falsch machen würde. Hyrule-Soldaten wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Ja, dann sag mir bitte mal wo. Dann sag mir echt bitte mal wo. Geht's da oben weiter oder was? Nee. Oh, was? Oh, hier sind jetzt auf einmal viel mehr Leute. Die Zeit ist zur Hälfte abgelaufen. Das ist uncool. Ach, Moment. Es könnte sein, dass mir das so schlecht vorkommt, weil unsere Waffe komplett underlevelt ist. Das würde aber auch Sinn machen. Ja, okay, ich wollte sie eigentlich mal testen, um sie einfach mal gezeigt zu haben, aber es ist jetzt natürlich ungeil, dass wir hier ein Zeitlimit haben. Und so viele Typen besiegen müssen, wie es geht. Weil wir haben echt verdammt wenig Zeit. Ja, gut. Aber ich glaube, dann werde ich die Mission nicht nochmal machen. Zumindest nicht on-cam. Sondern ich werde die dann hier einfach privat nochmal durchzocken. Und sehe das Ganze dann einfach als Showcase für den Boomerang. Da fällt mir aber gerade auch auf. Jetzt spawnen auch viel mehr. Habe ich eben irgendwas falsch gemacht? Muss man immer so vorn zurückgehen? Ja, ich glaube, man muss immer so vorn zurückgehen, weil hier eben, ihr habt es ja gesehen, sind die einfach gar nicht mehr gespawnt. Ja, okay. RIP, dann sei euch das auf jeden Fall gesagt sein. Geht immer so ein bisschen vor und zurück. Wenn keine mehr spawnen, geht nochmal weg und kommt wieder. Und dann sind auch mehr Gegner gespawnt, weil sonst schafft man das nicht. Dann lag das anscheinend echt nicht am Boomerang, sondern einfach nur daran, dass das Spiel scheiße ist. Nein, Spaß, aber das hätte man echt besser machen können, weil ich musste, ihr habt es ja gesehen, ich musste weggehen und dann wiederkommen, damit mehr Gegner spawnen. Also da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich denke nicht, dass das so gewollt ist. Naja, wie dem auch sei, ich bedanke mich auf jeden Fall heute wieder fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Bis zum nächsten Mal.